Soweit in unserem Tutorial. Das einfachste wird sein, ich werde hier einfach ein selbstgemachtes 3D-Bauteil einfügen, das ich mir vom BIM-Portal hole. Ich habe den Namen schon, das heißt 3D-Zylinder. Sucht am Internet. Ich habe es schon heruntergeladen, also wenn ich das hier nehme, kann ich das hier herunterladen und einbetten. Das habe ich schon gemacht. Dann setze ich mir das Teil einfach herein und kann es einfach mit diesem Anfasser an die Struktur anpassen. Steuerung groß E. Ich werde das jetzt mal, wie oft habe ich es hier? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Also Steuerung Rate 7. Okay, von hier nach hier. Das Teil noch hier, das Teil mal zur Seite, damit ich den Punkt schön fangen kann. Jetzt kann ich das herübernehmen und heruntergeben. Das Problem ist, es ist nicht ganz durchprogrammiert. Also ich habe die Quadranten, der Winkel nicht ordentlich im Griff. Aber das ist kein Problem, man kann nämlich das ganze Element dann drehen und geht es trotzdem. Es dreht sich manchmal in die falsche Richtung, soll das heißen. Also, wenn ich das hier schnappe zum Beispiel und ich fahre rüber, auf einmal ist es auf der falschen Seite. Das macht aber nichts, ich kann es als Ganzes dann drehen. Das hier ist Steuerung groß E von hier nach hier für den senkrechten Stab. Zurück, das ist eben so ein Fall. Drehen wir das Ganze mal hier rüber. Jetzt sollte es kein Problem mehr sein. Raus und wieder hier, dass man den richtigen Punkt fängt. Steuerung groß E von hier nach hier und runter damit. Und so kann ich mir den ganzen Gitterträger eigentlich dann recht schön aufbauen. Ist eine ausreichend große Anzahl erreicht, kann man sie dann spiegeln. Das geht am besten im Grundriss. Und so, indem ich hier den Bereich markiere, um den es geht. Politikselement, Steuerung A, dann habe ich nur die drinnen, die ich spiegeln will. Steuerung groß M von diesem Punkt zu diesem. Und ein Geschoss darunter, dasselbe, die ich jetzt nicht mitgenommen habe. Steuerung A, ja, falsch. Also Bibliothekselemente, Steuerung A, Steuerung groß M, von hier nach hier. Dann schaut es in 3D aus, ja, ist da markiert. So, jetzt geht es nur mehr um die unteren Stäbe, die noch fehlen. Die sind auch schnell eingebaut. So, wenn man den Träger soweit fertig hat, kann man ihn sehr leicht verstellen. Steuerung A, Steuerung hat das T. Ich kann ja die Kugelgrößen, Moment, ich muss das einmal kleiner, etwas viel größer, dass man sieht, den Kugeldurchmesser verstellen, die Art des Stabels, quadratischer Stab mit Endkontrolle, wenn ich zum Beispiel quadratische Stäbe haben will,
Radiusquerschnitt, ne, kann man 0,3 und die Kugeln kleiner. Okay. Jetzt habe ich eben rechteckige Querschnitte. Also man kann sich dann ein wenig spielen mit der ganzen Geschichte. Sinnvoll wäre es jetzt, diesen Gitterträger wieder als eigenes Bibliothekselement abzuspeichern. Sprich, ich gehe mal ein wenig zurück. All diese Teile, Steuerung Groß E, mal zur Seite geben. Das Original sollte man sich immer behalten. So. Diese Teile Ich schaue mir das alleine an, das Gescheiter. Erstes Geschoss, drittes Geschoss, gut. Hier ist es. Das hier. Über, ja, das stimmt schon. Aber über alle Geschosse, Steuerung 3. So. Jetzt habe ich nur mehr das hier. Ablage. Bibliotheken und Objekte. Auswahl sichern als Objekt. Also auswählen. Brauche ich nicht mehr. So. Ablage Bibliotheken und Objekte. Auswahl sichern als Objekt. Sichern. Kann ich jetzt noch einzelne Details verstellen? Okay. So, Stellung 2. Brauche ich nicht. Gebogener Gitterträger. Okay. Und setze es mir mal ein. Eigentlich. Will ich in dem Geschoss sehen. So. Ein paar schöne Fixpunkte hätten auch nicht geschadet. Mal in die richtige Ebene. Dann im Schnitt hinschieben, wo man es braucht. Das ist der jetzt. Schnitt mit Tiefe. Höhe. Und dann kann ich mich mit diesen Teilen weiterspielen. Zum Beispiel Steuerungsrotte. 7-mal drehen, okay, egal jetzt mal von hier, nach hier und bekomme schon recht schöne Strukturen. Wenn ich sie denn bekomme.
So, jetzt habe ich meinen armen kleinen Computer doch etwas überlastet. Ja, da geht er komplett in die Knie. Also, es sollte schon ein performantes System sein, wenn man solche Dinge macht. Der hat seine Probleme gehabt jetzt.